Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu meinem letzten, zu meiner letzten Aufnahmesession von Let's Play Midnight Club Los Angeles. Ja, ich habe mir gedacht, komm, der Salieren lief letztes Mal so gut und ich habe jetzt auch wirklich keinen Bock mehr, den Murcielago aufzutun. Also, das heißt, wir nehmen jetzt ganz einfach den Salieren wieder und verlassen sofort die Werkstatt. Ja, ich bin wieder zurück von Studienfahrt aus Barcelona. Ein bisschen braun, denke ich, bin ich geworden. Seht ihr eh nicht. Hahaha. Ja, jetzt bin ich wieder zurück und es gibt direkt mal wieder zum Start hier die volle Dröhnung. Oh, so. Okay. Okay. Einsatzrennen in Downtown wird sofort gemacht. Es wird jetzt noch so eine Stunde Aufnahmesession sein. Und ja, dann wird dieses Projekt offiziell von mir beendet werden. Ja, ich denke, es wird genug für euch gewesen sein. So knapp 120 Parts. Ja, ich denke, das sollte reichen, oder? Ja, weil es ist jetzt wirklich nur sinnloses Rumgefahre. Denn ich habe letztes Mal nachgeschaut nach der letzten Aufnahmesession. Beziehungsweise ich habe eigentlich eben gerade nachgeschaut. Ich bleibe immer bei diesen 100, was sag ich jetzt 100, bei diesen 92%. Bleibe ich bestehen, beziehungsweise, ja, da kann ich fahren und tun und machen, was ich will. Diese Prozentzahl an, ja, Karrierefortschritt, die geht eben nicht weiter nach oben. Und, oh, ja, ich crash so wieder mal mein ganzes Auto kaputt, bis ich da hinten ankomme, ich weiß. Oh, Alter. Ja, gut, also wie gesagt, da komme ich nicht wirklich weiter und dann hat es ja auch nicht mehr so viel Sinn, das hier endlos zu spielen bis in, ja, Part unendlich. Ah, ich bin zu weit gefahren. Genau, also deswegen, und zwar nach diesem, wenn ich das Projekt fertiggestellt hier habe, wird Race Driver Grid folgen. Freue ich mich auch schon sehr darauf, vor allem, das ist wirklich richtig blind. Ich habe das, wie gesagt, vor 3-4 Jahren das letzte Mal gezockt. Ja, ich denke, das wird ganz lustig. Ach nein, wir bleiben auf Mittel, gehen wieder auf meine 10.180 Dollar. Und auf geht it. Genau, also jetzt nochmal eine Stunde pures Midnight Club LA. Da geht's einfach richtig durchgepudert, wird das jetzt nochmal. So, ich habe auch noch eigentlich nochmal ein bisschen Lust auf das Spiel, also so als Abschluss. Ja, mache ich das doch nochmal gerne für euch. Und ich denke, das ist dann auch ein fairer Deal. 120 Parts, da habt ihr genug gesehen. Da bedanke ich mich auch wirklich für die Leute, die von Anfang bis Ende dabei waren. Das muss schon, ja, hart gewesen sein. Das muss... Ah, das würde ich auch gerne mal wissen, was wirklich einer gemacht hat, seit Part vielleicht 10 oder so dabei. Und bis jetzt Ende geschaut. Ich glaube, da gibt es fast keinen. Ich denke, die meisten werden so, ja, wahrscheinlich auch erst in letzter Zeit eingestiegen sein. Ja, und mich dann hier wieder failen sehen. Ja, ganz stark. Ganz stark, ne? Genau, und so seht ihr mich dann bestimmt wieder failen. Das ist ja hier meine Spezialität. So, jetzt auf geht's. Der Ford GT steigert sich schön da vorne. Und nur nicht wieder das von mir selbst aufgestellte Midnight Clubs LA-Syndrom zum Tragen kommen lassen. Wenn es mein Auto schon wieder sehr demoliert ist. So, also wie gesagt, Driver San Francisco habe ich auch durchgespielt. Ich weiß nicht, ob ich dazu noch mal was machen werde. Das steht zurzeit noch ein bisschen in den Sternen. Obwohl ich doch zurzeit wieder sehr viel Bock auf Need for Speed Undercover habe. Ich habe das letztes Mal wieder ein bisschen gezockt auf meinem anderen Account. Da habe ich es ja schon durchgezockt. Und ja, ich würde mal sagen, ein bisschen angezockt. Und das hat mir wirklich wieder sehr viel Fun bereitet, auch wenn es jetzt nicht mehr die Story war. Denn wenn es ja die Story ist, dann bockt es ja noch 5-mal mehr. Und da freue ich mich schon richtig drauf. Sowohl wie das, freue ich mich genauso auf das Race Driver Grid. Also, das ist so ein bisschen bis jetzt noch meine Unbekannte. Aber ich denke, ihr werdet mich da gut unterstützen. Wie ihr es sowieso bis jetzt immer tut. Ja. Dann werden wir das auf jeden Fall mal hinkriegen, denke ich mal. So, ob ich das jetzt hier auch hinkriege, das steht noch in den Sternen. So, jetzt nur nicht gegen irgendeinen scheiß Waggon hier fahren. Das wäre jetzt tödlich. Ich glaube, ich muss hier runter, ne? Ja,
Aber, boah, das war richtig knapp. Aber doch noch letztendlich gut geschafft. So, Einsatz gewonnen. Bling. Ja, ich habe jetzt auch schon wieder 190.000 Dollar. Genau, direkt den nächsten Einsatz. Pudern wir alles so direkt durch. Ja, also wie gesagt, meine Studienfahrt, die war echt gut. Barcelona war ich noch nie. Tolle Stadt, auch wenn wir ein bisschen weit außerhalb gewohnt haben. In so einem abgefuckten Hostel. Aber gut, man kann nicht alles haben. Dafür waren die Tage ziemlich gut. Gut, auch ein bisschen das Nachtleben von Barcelona mitgekriegt. Oh, ich betone das extra. So, weil... ja, keine Ahnung. Wer das eigentlich die ganze Zeit so als Anti-Spanist, nee, als Anti-Spanier, habe das die ganze Zeit so völlig übertrieben gesagt. Und ja, also das war echt cool. Ja, ich weiß das nicht, soll ich darüber jetzt noch mehr erzählen? Nein, wir gehen jetzt hier natürlich in das Spiel rein. Ah, in dieses Spiel rein, das heißt erstmal, Mr. Easy Racer crashed. So, auf geht's. Danke. Wollte ich ihm eigentlich gerade ein EMP pressen, aber da wusste ich, wenn ich jetzt wieder draufklöppel auf die L1-Taste, ey, das geht nicht gut. War es überhaupt die L1-Taste? Ja, ist es. So, hier hatte ich mal wieder kurz keine Kontrolle. So, aber jetzt, auf geht's jetzt. Ich wollte gerade sagen, bei dem Sprung, da hatte ich natürlich wieder wenig Kontrolle über das Auto. Und auch jetzt habe ich nicht wirklich Kontrolle über das Auto. Es tut, was es will. So, auf geht's jetzt. Ja, auf geht's jetzt. Pam, Verkehr gecrashed. So, hier. So, jetzt hier sich wieder typisch Midnight Club LA sich durch dieses Gefährge, durch den Verkehr schlängeln. So, er macht leider keinen Fehler beim Strand hier. So. Hoffentlich macht er noch einen Fehler, denn sonst sieht's düster aus für den Mr. Easy Racer, ne? Sieht's nicht gut aus. So, ich denke, hier fährt er nicht über diesen Platz. Auch weil mir das auch nicht sehr viel Zeit bringt. Hier ist diese fiese Kante. Ich wusste es. So. Ja, ist auf jeden Fall mal wieder ganz stark von mir gefahren. Da kann ich mich wieder mal nur entschuldigen. Wenn ich das jetzt verliere, am Geld liegt es sowieso nicht. Das ist nicht so schlimm. So, auf geht's jetzt. Ja, auf geht's jetzt und dann steht schon wieder Verkehr im Weg. Ganz stark. Na, auf geht's. Komm. Hopp jetzt. Auch wenn ich es nicht mehr schaffen werde. Ich weiß, weil gleich das Ziel irgendwo ist. Ja, Hugo ist im Ziel. War ja klar. Gut. Ja, mal wieder kleine Fail-Runde. Ich muss es erstmal wieder lernen. Ich muss mich wieder erstmal einfahren. Nein, Scherz, das sind natürlich alles blöde Ausreden. Bin einfach kacke gefahren, da kann ich... bestreite ich nicht. Könnt auch gerne wieder unter die Kommentare schreiben. Alter, bist du ein scheiß Failer? Du kannst es ja mal wieder gar nicht. Komm, ja, kloppt auf mich drauf. Ja. Ich weiß, dass ich es nicht kann. So. Jetzt beweise ich euch aber das Gegenteil, dass ich es jetzt kann. So, auf geht's jetzt. Wenn du einfach die Rennen immer ohne irgendwelchen Verkehr crashen würdest, durchziehen würdest. Das wäre nie ein Problem, aber nein, der Mr. Easy Racer ist ja so ein Spezialist. Ah, er ist wie so ein Anziehungskraft, wie so eine Anziehungskraft in den Autos eingebaut zwischen mir und dem Verkehr. Da kann ich nur hier reinfahren, das geht nicht. Da kann ich lenken und tun und machen, was ich will. Ich werde da automatisch reingelenkt. So. Wäre das nun auch mal... ah, oh, wieder geklärt. Also, seht ihr das, wenn die Leute, die Computergegner, Verkehr crashen, die fahren einfach nur hinten rein, ja, und passiert nichts mehr, aber mich dreht's dann immer sofort. Ja, hier, seht ihr es, zack, zack, und wieder gedreht. Ja, so haben wir das gerne. Weißt du, ey, da krieg ich jetzt schon wieder... Das hört sich jetzt wahrscheinlich durch das Mikro nicht gut angehört, aber das ist mir jetzt egal. Denn jetzt werde ich fahren und gewinnen. So. Also nicht wundern, wenn ich jetzt ein bisschen stiller bin. So. Ja, nicht schlecht gefahren, auch wenn sie besser geht.
Und hier wieder diese Rechts-Links-Kombination. So. Und wieder auf die kleine Gerade. Und hier die Kurve geht voll. Und kein Verkehr gecrashed und Nitro mit nach oben nehmen. Ich habe ja sowieso zwei Runden. Also von dem her nicht so schlimm. So, und hier den Drift, den nehmen wir mit. Und hier rechts in die Kurve rein. So, ein bisschen Kommentatoren-Style hier unten links um die Kurve. Achtung! Ich habe dieses lilane Ding nur auf mich zukommen sehen. Und habe gedacht, ach du Scheiße. Da machst du nicht mehr viel, wenn du damit so viel Karacho rauskommst. Ja, auf geht's. Boah, das kostet dich auch immer so viel Zeit, wenn er nochmal runterschaltet. So unnötig. Ich weiß nicht, ja, was er hier schon wieder gebaut hat. Hat er wieder Crashs gebaut, aber es bringt mich einfach nicht näher an ihn ran. So, und hier, jetzt ist die erste Runde rum. Ich habe kein Nitro mehr. So. Aber auf geht's jetzt. Jetzt brauchen wir wieder viel fahrerisches Können, was ich nicht habe. Nein, ich habe dieses fahrerische Können, um diesen Rückstand noch aufzuholen. Ich weiß, dass ich es kann. So. Ja, und ich weiß, dass ich es kann und schon hänge ich hinter ihm. So. Ford GT. Ciobello. Nein, heißt ja eigentlich Ciobella. Nein, Ciobello. Was weiß ich. Ich bin vorne. Auf geht's jetzt. So, Bus. Nein, das war ein Tankenlaster. So, die Kurve war wirklich schön gefahren. Besser kannst du kaum fahren. Und jetzt gleich wieder bremsen, da war ein Bus. So, die war wieder durchschnittlich gefahren. Deswegen ein kleiner Nitro-Schub. Und hier wieder die Rechts-Links-Kombination. So, und jetzt gibt's die... Oh, haha, das war schon wieder sehr knapp. So, und hier rein. Und wieder hier hoch. Durch den Tunnel am Escalade. Vorbei. So, und jetzt hier diese langgezogene Kurve, wo es mich fast dreht. Und hier rechts hoch. So, und jetzt hier wieder schön eng fahren, denn da gibt es die lilane Laterne. Nein, das war keine Laterne, das war schon ein richtiger Betonklotz. So. Und hier kommt nochmal ein Nitro. Weil wir ihn gerade so, zu viel davon haben. Und dann dreht es mich fast schon wieder. Das ist auch fahrerisches Können, das Auto da nochmal abzufangen. Aber jetzt sollte ich es doch für mich entschieden haben. Ja, habe ich auch. Boah, alter Schwede. So, komm, jetzt direkt nächster Einsatz. Auf geht's jetzt. Ja, weiß ich alles. So, nächster Einsatz.